Das Hin und Her geht weiter offensichtlich. Der Markt hatte den deutlichen Rücksetzer. Den hat er offensichtlich ja auch hinter sich gebracht. Aber jetzt kommt er wieder ein wenig nach oben. Das ist nicht wirklich überraschend. Wir haben das so häufig gehabt in letzter Zeit. Denkt mal dran, was wir hier hatten beispielsweise. Was wir, ja gut, das ist der aktuelle. Den kann man natürlich auch einzeichnen. Aber auch hier und hier. Und trotzdem, der Markt ist immer wieder gut weggekommen. Also aus diesen Niveaus nicht nur irgendwie wackelig nach oben, sondern sogar ziemlich steil. Das ist wohl die aktuelle Geschichte, die wir haben müssen, wo wir eben mit müssen und dann darauf setzen müssen, dass wir zwischendurch halt dann doch immer mal wieder etwas haben, was uns bekannt vorkommt, was man dann eben entsprechend mitnehmen kann. Das kann uns vielleicht sogar heute Nachmittag noch passieren, je nachdem, wie stark hier der Anstieg ist. Beim Nasdaq ja deutlich aktuell. Vergleichen wir es mal ganz kurz bei den anderen Amerikanern hier im sehr kurzfristigen Chart, hier beispielsweise im S&P sehen wir es grundsätzlich ja ähnlich. Also die scharfe Aufwärtsbewegung, die ist da. Das ist der direkte Konter, kann man sagen, der Abwärtsbewegung, die wir vorher hatten. Also noch ist da nicht Drama angesagt. Trotz alledem, immer mehr stellen sich die Fragen, ob es nicht auch mal ein bisschen weiter nach unten gehen sollte. Denn wir sehen schon immerhin so die letzten Tiefs. Das letzte Tief hier beispielsweise, das ist gerissen worden. Und je mehr der Markt solche Marken eben auch reißt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere dann kalte Füße bekommt und Gewinne mitnehmen muss. Das scheint auch aktuell den großen Hedgefonds so zu gehen. Die allerdings kriegen ihre kalten Füße eher aufgrund der Wall Street Bets, also dass dort gegen die Großen gewettet wird, kann man sagen. Reddit, wir haben es mehrfach jetzt schon gehört, hat da ein neues Fass aufgemacht. Natürlich nicht die Plattform per se, aber darauf wurde ein neues Fass aufgemacht. Und da muss sich der ein oder andere jetzt eindecken mit Gewinnen aus den anderen Märkten und da Gewinne mitnehmen, damit er damit dann die blöden Positionen, ich sage das jetzt mal so, bei GameStar und Co., GameStop und Co., dort mitnehmen kann. Also wir sehen, dass das eventuell den Markt sogar richtig umschichten kann. Also die Gefahr ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist denkbar, dass genau sowas in einer Phase, wie wir sie hier jetzt haben, dazu führt, dass dann irgendein Kartenhaus zusammenbricht. Noch lässt sich das nicht absehen hier. Also ich warne davor, jetzt hier einen voreiligen Schluss zu machen. Der Markt muss hier definitiv fallen. Allerdings für die älteren Semester, die mögen sich noch erinnern, ich kann mich erinnern, dieses Symbol, dieses Emoji, was heute dort viel verwendet wird, nämlich die Rakete up to the moon. So heißt es, das ist ein Symbol, das gab es früher auch schon mit dem Stichwort, die Kursrakete hat gezündet. Ihr seid ja wahnsinnig, wenn ihr auf die Short-Seite wechselt. Wer den Nemax oder den neuen Markt noch kennt, der weiß genau, wovon ich rede. Und wir wissen alle, wohin das geführt hat. Es hat nicht ganz bis zum Mond gereicht letztlich. Das kann uns hier natürlich auch nochmal um die Ohren fliegen. Das muss ja kein Riesendrama sein, aber ein Rücksetzer, eine Korrektur täte dem Markt sowieso mal ganz gut. Im Moment ist der Markt offensichtlich noch nicht willig, wie wir hier sehen. Er ist eben noch zügig unterwegs und deshalb meine Hommage an mein altes Lied. Solange die eine Richtung scharf ist, die andere Richtung wackelig, in die, ich mache das jetzt mal bewusst so ein bisschen daneben, damit man sieht, solange wir solche Verhaltensmuster eben haben, dass die eine Seite stark ist und die andere eben schwach, wie weit das dann geht, ist noch ein anderes Thema, aber solange ist die Aufwärtsrichtung noch nicht tot und haben wir eine gute Voraussetzung, dass nach einer ABC dann die Trendrichtung erst nochmal wieder fortgesetzt wird. Das gibt es im ganz kleinen hier im Minutenchart. Und das wird auch nachher gegebenenfalls im Stundenchart oder 4-Stunden-Chart möglich sein. Also wann immer wir so eine Situation sehen, in welcher Zeitebene auch immer, haben wir die Möglichkeit dann entsprechend auf die Fortsetzung da zumindest erst nochmal zu setzen und eben noch nicht davon auszugehen, dass es jetzt hier ein Drama-Modus ist. Solange die Abwärtsbewegung scharf ist, die Gegenbewegung wackelig und getriggert wird, solange nicht getriggert wird, ist da noch keine Sorge da. Erst dann wird es der Fall sein. Und im Moment sieht das hier ja noch gar nicht so danach aus. Also, ihr seht, worauf es hinausläuft. Im Moment bleibt es wohl bei bullischen Gedanken. Allerdings bei sehr schnellen, sehr zügigen Gewinnmitnahmen. Das lässt vermuten, dass der Angstfaktor bei vielen immer mehr zunimmt. Und das sollte euch da draußen zumindest mal eine Warnung sein, nicht den Markt gar nicht zu bespielen, aber auf jeden Fall mit dem Stop zu arbeiten und zwar mit Stops, die dann auch, wenn es in die richtige Richtung läuft, schnell auf dem Einstieg nachgezogen werden. Denn wie weit es dann läuft, das bleibt mitunter offen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.